So, ihr Lieben, dann werde ich mal die Fragen beantworten fürs 500-Abo-Special. Tut mir leid, dass meine Stimme ein bisschen rau klingt. Aber wie ihr mitbekommen habt, bin ich seit diversen Wochen immer noch erkältet. Eigentlich das ganze Jahr über schon. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Dann die Berlinale vorletzte Woche hat sicherlich auch nicht gerade zur Besserung beigetragen. Aber es kommen jetzt mal ein paar ruhige Tage. Wochenende werde ich wohl wahrscheinlich mehr oder weniger im Bett verbringen. So, dann beantworte ich mal ein paar Fragen. Und zwar hat gefragt Daniel, @hardwaredani, kennst und schaust du die Studio Ghibli-Filme gern? Zum Beispiel Das Schloss im Himmel oder Chihiros Reise ins Zauberland? Also den Begriff Ghibli-Filme habe ich bisher noch nie gehört. Aber die Zeichentrickfilme, Schloss im Himmel und Chihiros Reise im Zauberland, richtig, richtig geniale Filme. Ich stehe generell auf Fantasy, Science-Fiction-Filme, Zeichentrick natürlich auch. Captain Future for the Win, sage ich da nur. Kennen wahrscheinlich viele gar nicht mehr. Und klasse, also so asiatisch angehauchte Filme, mit dem Zeichentrick. Echt klasse, also ich hab die immer sehr gerne gesehen, bestimmt jeweils. Habt ihr auch auf meinem NAS. Könnte ich eigentlich direkt schon mal nochmal angucken am Wochenende. Das ist eine gute Idee. So, dann nochmal von Daniel. Wie und wann hast du angefangen, dich intensiv mit Filmen zu beschäftigen? Das ist eine gute Frage. Also richtig intensiv kann man sagen, so ja, 83, 84 rum. Also 1984. Zwar fing das damit an, dass ich zur Konfirmation, da war ich 13, das muss ja 81 gewesen sein, habe ich mir eine Schreibmaschine gekauft, eine Tischtennisplatte und einen Kassettenrekorder. Kassettenrekorder war so groß wie, ja, wie kann man das beschreiben? So doppelt so groß oder doppelt so breit, vielleicht wie ein MacBook, 15 Zoll. Etwas ein bisschen tiefer und so ungefähr so breit. Kennen wahrscheinlich viele gar nicht mehr. Wilfried mit Sicherheit. Da habe ich den ganz normalen Audiokassetten reingemacht. Bin ins Kino. Einer der ersten Filme, die ich mit dem Kassettenrekorder nur Audio aufgenommen habe damals, auf Fehmarn, wo ich herkomme, war, ich glaube, Louis de Funès mit den Kohlköpfen. Ich weiß nicht mehr, wie der ganze Titel heißt. Mit den außerirdischen Kohlköpfen, genau. Dann die unendliche Geschichte. Da war ich über 20 Mal damals im Kino drin. Das lief damals so ab. Ich habe eine Tasche genommen, so eine große Einkaufstasche. Jute-Tasche. Bin damit ins Kino. Kontrolliert hat da keiner, weil ein Kumpel von mir oder dem Vater eines Kumpels gehörte das Kino. Bin ins Kino rein. Habe mich meistens immer ziemlich weit vorne hingesetzt, damit es der Ton lauter ist. Habe dann so ein bisschen die Tasche runtergemacht. Oben, damit man an den Rekorder rankam. 90 Minuten Kassette waren das damals. Ich glaube, später gab es auch 120er. Aber am Anfang damals gab es nur 60 Minuten und 90 Minuten Kassetten. Ja, also pro Seite 45 Minuten. Hab dann den Ton aufgenommen. Irgendwann mit einem Film natürlich Seitenwechsel. Also Kassetten gedreht, dann die zweite Kassette nochmal rein, weil die Filme meistens ein bisschen länger waren als 90 Minuten. Und diese Kassetten, die ich heute noch zum Teil habe, habe ich dann mit nach Hause genommen und habe die wirklich abends im Kinderzimmer rauf und runter gehört, wie Hörspiele halt, ne? Filme kann ich nachher auswendig, vor allen Dingen vom Gesprochenen her. Sehr extrem habe ich das auch noch mit Bud Spencer-Filmen gemacht, zu Hause beim Fernseher meiner Eltern. Die hatten so einen 36 Zoll Fernseher im Schlafzimmer. Schwarz-weiß natürlich. Bin ich dann nachts immer rübergeschlichen. Eltern waren unten im Wohnzimmer. Ja, und hab dann da praktisch, da es noch keine Kassettenrekorder gab, ausreichend, habe ich dann Audiospuren aufgenommen. Wie gesagt, ich müsste die mal raussuchen, die Kassetten. Es war einfach genial. Ich habe das rauf und runter. Ich habe da jeden Satz mitsprechen können nachher, jedes Geräusch. Hab so auch teilweise dann Filmmusiken aufgenommen, Nachspende. Da gab es damals im Öffentlich-Rechtlichen ja noch.
gab ja zu der Zeit eh nur drei Kanäle, ARD, ZDF und die dritten, bei mir da oben halt N3. Aber eine geile Zeit. Da hätte ich eigentlich mal wieder Lust zu, so richtig oldschool, mit einem Kassettenrekorder oder mit so einem Rekorder nur Audiospur aufnehmen. Nicht schlecht. Waren, wenn man so will, die ersten Raubkopien. Aber da wusste ich das eh noch nicht und hat eher keinen interessiert. So, dann. Achso, danach natürlich habe ich mir dann mit 16, als ich in der Lehre war, dann den ersten Videorekorder gekauft, einen Grundig. Grundig deswegen, weil die haben so ein Echtzeitsystem gehabt. Das heißt, man konnte die Videokassette reinpacken, VHS, irgendwo mittig gespult. Und dann wurde angezeigt im Display, wie viel Zeit vergangen war. Zum Beispiel 1 Stunde 30 Minuten. War natürlich wichtig, wenn man zwei Filme aufgenommen hat auf der Kassette, wo ungefähr der zweite Film beginnt. Oder wenn man aufgehört hat zu gucken, hat die Kassetten gewechselt. Dann konnte man wieder genau an die Stelle spulen. Das hat Grundig damals, ich glaube, sogar patentiert. Und die einzige Firma, die solche Videorekorder rausgebracht hat. Absolut genial. Was ist dein Andy? Andy26 fragt, was ist dein absoluter Lieblingsfilm und warum? Also mein absoluten Lieblingsfilm in dem Sinne habe ich eigentlich nicht, würde ich sagen, nee. Was ich extrem gerne mag, sind zum Beispiel Italo-Western. Und einer meiner Lieblingsfilme ist Zwei glorreiche Halunken mit Lee Van Cleef, Elie Wallach und Clint Eastwood. Generell die Clint Eastwood-Filme, genial, mit Lee Van Cleef sowieso. Mit Clint Eastwood die ganzen Filme hier, Fremder ohne Namen, wie sie alle hießen, genial. Und einer der besten Filme mit Clint war etwas später, ich glaube aus den 80ern, Heartbreak Ridge. Kann ich jedem nur empfehlen. Das ist der absolute Hammer. Action, Humor ohne Ende. Er spielt so einen eisenharten Militärausbilder. Auch richtig genial. Und dann natürlich ach, Klassiker wie Platoon oder Leben des Brian. Witzige Filme mache ich sehr gerne. Science Fiction natürlich, Fantasy. Es gibt kaum ein Genre, was ich gar nicht mag. Ich mag auch mal ein Drama, wenn es gut gespielt ist. Also, aber einen richtigen Lieblingsfilm. Also am meisten im Kino war ich bei Unendliche Geschichte, ich glaube 25 Mal. Titanic, 25 Mal. Im Kino. Da lief aber auch 12 Wochen oder sowas. War ja lange Platz 1. Avatar war ein geiler Film. Also viele gute Filme, aber den Hauptlieblingsfilm kann ich so nicht sagen. Hast du ein MacBook Pro? Fragt Alex at Aspilogic. Ja, habe ich. Was sieht man hier? Bin ich jetzt gerade Videos am Hochladen. Im Moment das Vlog vom Montag mit Felix, Valentin und Philipp vor ihrer Indienreise. Das ist das vom letzten Jahr, 2015. 15 Zoll MacBook Pro in der höchsten Ausbaustufe. Also mit Terabyte, Festplatte, höchste TPU und so weiter. Und das ersetzt auch mein iMac, den ich letztes Jahr verkauft habe. Da schließe ich nebenan im Arbeitszimmer immer meinen 4K-Monitor an. Apple-Tastatur, Zockermaus und fertig ist der iMac, sag ich mal. Das ist echt top, der rennt. Bin richtig zufrieden. Nico at iTechGear fragt, bald mal chillen in Berlin? Ja, natürlich, weißt du ja, wenn du nach Berlin kommst im Herbst oder im Sommer, wann auch immer, machen wir einen drauf, zeig dir die Stadt, warst ja noch nie hier. Mal ein bisschen hier so Brandenburger Tor, das übliche Zoopalast werden wir mal hingehen, beste Kino überhaupt. Muss ich halt nur melden, wann du kommst und so, dann machen wir was zusammen. Freifunk Göttingen fragt, was hältst du von Freifunk und wann machst du als Aktiver mit? Bist du in der Berliner Freifunk-Community? Nein, noch nicht. Also Freifunk interessiert und fasziniert mich schon länger. Da hat mich ja mein Kumpel Wilfried Walborn draufgebracht, den kennt ja eh jeder. Die Idee ist genial, freies WLAN für alle. Das wäre in Deutschland eigentlich schon seit zig Jahren wünschens- und erstrebenswert.
leider bisher, da sind wir da Entwicklungsland, wie ihr wisst. Gibt zwar einige Städte, Berlin soll jetzt auch demnächst dazukommen, die dann über Behörden irgendwie ein freies WLAN aufziehen oder mit Sponsoren. Aber Bauvorhaben oder überhaupt größere Vorhaben in Berlin, naja, sage ich lieber nicht zu. Ja, ich selber habe doch keinen Freifunkrouter. Ich war mal kurz davor, mir einen zu holen. Ich weiß gar nicht, wie ich davon abgekommen bin, irgendwie. Ja, kann ich gar nicht so ganz genau sagen. Ich meine, mein bin aber Kabel Deutschland. Und der Router von Kabel Deutschland, der bietet auch jedem, oder da ist auch für jeden frei zugänglich, ein Teil abgeknapst. Macht Kabel Deutschland ja überall. Hat sicherlich nichts mit Freifunk in dem Sinne zu tun, aber ist ja schon mal was. Und jetzt durch die ganzen Urteile und ganz frisch hier mit dem Verbot der Firmwares, dass auf Routern nur keine Firmware mehr geändert werden darf und dann gibt es bestimmte EU-Bestimmungen, Gedöns. Ja, muss ich mal noch drauf rumdenken, aber Lust hätte ich schon auf jeden Fall. Also ich komme auf jeden Fall drauf zurück. Freifunk Community, ja, muss ich mal gucken. Noah Waldner, Grüße in die Schweiz, fragt, wie alt bist du? Ja gut, das sollst du doch nicht wissen, 47, noch bis April. Also junger Hüpfer, hust, hust. Ja, man ist so alt, wie man sich fühlt. Aber in diesem Jahr fühle ich mich eher wie 80. Also 8 Wochen lang oder so husten und immer wieder angesteckt werden, ist scheiße. Dann tut mir jetzt noch die Schulter weh von der Berlinale. Wenn man eine Woche lang oder 10 Tage lang immer so über die Leute rüberfilmt, so eine Stunde oder eine halbe Stunde im Stück, das geht dann schon irgendwann in die Knochen. Marcel Hild fragt, bist du dieses Jahr wieder beim Campen für das iPhone 7 am Start? Auf jeden Fall. Wie gehabt, ich denke mal wieder eine Woche wird das werden. Ja, 7 Tage wird es wohl wieder werden. Ich hoffe wieder mit meinem Kumpel Phil, der letztes Jahr nicht konnte. Für eine coole Nummer. Auf jeden Fall ist das so, macht so viel Spaß. Und unabhängig davon, ob ich mir das iPhone 7 kaufe oder nicht, beziehungsweise 7 Plus, also tendenziell würde ich sagen ja. Aber ich habe ja hier das iPhone 6S Plus, Rosé Gold, 128 GB. Bin da so mit zufrieden. Und ja, je nachdem, was es bietet, das Neue, muss man gucken, aber selbst ich nicht kaufe. Ich gehe in erster Linie campen wegen den ersten Kumpels, die ich kenne, die da wieder kommen werden aus Russland, aus anderen Ländern, die ich da wieder kennenlerne, die Passanten, mit denen man ins Gespräch kommt. Letztes Jahr, habt ihr wahrscheinlich im Vlog gesehen, haben wir da mit Amerikanern Sekt getrunken. Ich habe dann Japaner kennengelernt. Also wirklich aus allen Ländern kommen da Leute vorbei. Das ist wie eine große Party. Das ist klasse. Ich habe in der Woche, ich glaube, 2 oder 3 Serienfolgen geguckt. Obwohl ich, glaube, 20 oder was mit hatte auf dem iPad. Nichts geschafft. Ich habe E-Books gehabt, kaum ein Wort gelesen. Also kann man sich gar nicht vorstellen. Der Tag geht ratzfatz rum. Also, Ute DL for All, wofür steht DL? Download? Fragt, wann gibt es mal wieder eine Roomtour? Interessante Schreibweise. Inklusive Vorstellung des Heimkinosaals. Ja, muss ich mal gucken, weil geändert hat sich hier nichts. Mein Heimkino auch nicht. Hier oben ist der Beamer, den hat er ja schon ein paar Mal gesehen. Da ist die Leinwand, Boxen und so weiter. Und der Rest der Bude ist im Moment so ein bisschen nicht aufgeräumt, weil ich habe noch keine Zeit gehabt, richtig aufzuräumen, nachdem die 3 weg waren. Auch sonst muss ich mal aufraffen. Wie gesagt, Schulter tut weh, Erkältung, Husten, jetzt ein bisschen Kopfschmerzen. Da hat man jetzt nicht unbedingt Lust, hier noch groß was zu machen. Deswegen hat das leider auch ein bisschen gedauert mit den Videos. Sorry nochmal. Ja, wird aber, ich werde es nochmal machen.
Florian, iOS LP, mein lieber D-Fan. Einer meiner besten Freunde hier. Klasse Typ. Wirklich, guck mal seinen Kanal an. Link in der Videobeschreibung. Hättest du mal Bock, mich mit ins YouTube Space Berlin zu begleiten? Oder ein Let's Play aufzunehmen? Grüße an alle. Ja, natürlich. Also YouTube Space Berlin interessiert mich sehr. Weniger, weil ich YouTuber bin, was ich in dem Sinne, also zumindest sehe ich mich nicht so, nicht bin. Aber mich interessiert einfach mal, die ganze Technik mal zu sehen, wie das aufgebaut ist. Vielleicht ein paar Leute kennenlernen. Und dann natürlich mit dir, Florian, der mir da alles zeigt. Ein bisschen vloggen und einfach mal einen spaßigen Abend verbringen. Also ich hätte richtig Bock zu. Hab dich auch schon ein paar Mal gefragt, wie du weißt. Und Let's Play aufnehmen, auf jeden Fall. Ich bin ein richtiger Zocker. Ich habe ja, so 82, 1982 bis vor ein, zwei Jahren wirklich richtig intensiv gezockt. Ich war auch lange Zeit Clan-Leader bei diversen Gilden. Half-Life Deathmatch, weiß nicht, ob das jemand kennt. Ein Ableger davon ist ja dann CS, Counter-Strike. Habe ich lange gezockt. Ich war mit der Meister mit der Pumpgun. Ich habe immer geliebt, die kleinen Maps, One-on-One und dann mit Ausweichen. Ich hatte wirklich ein super Aim damals, ohne Cheats wohlgemerkt. Richtig genial. Oder auch Crossbow, das waren so meine Waffen. Aus der Nähe, bevor die Cheater Heinach überhand haben. Hat mir richtig Spaß gemacht. Auf dem iPhone zocke ich auch, Heyday und so weiter. Am PC spiele ich ja hauptsächlich MMOs, SWTOR, also Star Wars. WoW habe ich 7 Jahre lang gespielt, als Tank. Ich habe alles so gut wie alle MMOs gespielt, die es so gab. Free-to-Play oder auch die Abo-Spiele. Also auf jeden Fall, Let's Play bin ich immer dabei. So, Wilfried Walborn. Grüße nach Göttingen, ins Freifunk-Wunderland. Ich glaube, ich habe die, zumindest laut Wilfried, die höchste Freifunkdichte der Welt. Mit gefühlt auf Quadratmeter ein Freifunkrouter. Ab wann kapierst du wieder für das geile 4 Zoll 640p Mikro-iPhone und kaufst du das neue RA3? Ja, also das 4 Zoll iPhone, wenn es denn kommt, scheint das so zu sein, im März, April, werde ich mir mit Sicherheit erstmal nicht kaufen. Ich halte gar nichts von 4 Zoll in der heutigen Zeit. Ja, Wilfried, ich war lange Verfechter von 3,5 Zoll und 4 Zoll. Hat mir immer gereicht. Wobei ich auch immer gesagt habe, weißt du auch, dass ein bisschen größer nicht verkehrt ist. Ich habe es ja nicht gesagt, ich will es unbedingt haben, größer. Aber ich habe immer gesagt, etwas größer. Also bei mir waren es damals so 4,5 Zoll, wo ich gesagt habe, oder 4,7, das wäre so ziemlich optimal. Naja, jetzt habe ich halt hier 5,5 Zoll und bin sehr zufrieden. Wobei ich mir schon überlegt habe, vielleicht wieder 4,7 Zoll runter zu gehen. Weil ich habe ja das iPad Mini. Gibt das überhaupt hier? Nee. Doch. Sorry, mein Hals ist ein bisschen steif. Deswegen. iPad Mini finde ich immer noch bis heute die beste Bauform und vor allem die beste Größe. Weil es sehr handlich ist. Ich kann es mit einer Hand super halten, lese damit viel, guck YouTube-Videos, guck Netflix, guck alles Mögliche, lese hier CT, diverse andere Abos. Ich finde es einfach vom Display und von der Größe her optimal. Ich lese auch öfter im Bett so auf der Seite. Und wenn man dann das iPhone 6S Plus so daneben nimmt, ist ja man sieht, ist zwar schon einiges größer, klar, aber weiß nicht, das so manchmal. Ist es einfach praktischer, wenn man das ganze iPhone mit einer Hand bedienen kann. Aber ansonsten möchte ich das wirklich nicht missen von der Größe. Muss mal gucken. Aber das 4 Zoll iPhone, ich weiß nicht, was das soll. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Erfolg werden wird. Man hört zwar immer wieder von Leuten, ja, eine Freundin hätte gerne 4 Zoll. Und die anderen sind zu groß und bla. Aber selbst wenn,
das werden keine Millionen kaufen, das glaube ich nicht. Das R3 werde ich mir halt sehr wahrscheinlich nicht holen, weil, wie gesagt, ich finde das einfach von der Größe optimal. Und ich kann mir nicht vorstellen, was das R3 beispielsweise jetzt mehr haben soll, außer schnellerer Prozessor, bessere Kamera, geschenkt, vielleicht Display noch besser. Was soll das mehr haben? Mit dem Stift bedienen können? Brauche ich nicht. Zeichnen tue ich nicht. Halt das iPad Pro für überflüssig. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber wer weiß, was sich so tut. Ja, das waren so die Fragen. Vielen Dank dafür und vielen Dank für über 500 Abonnenten. Finde ich genial, dass mich 500 Leute abonniert haben. Zumal ich ja wirklich extrem unregelmäßig Videos hochlade. Bin, wie gesagt, kein klassischer Vlogger, ich bin kein Technik-YouTuber. Da kein Let's Player, also ich mache das, ich mache auch kein hier großartiger Entertainer. Obwohl ich immer sehr viel Spaß mache mit Leuten, mit Freunden vor allen Dingen. Und sehr lustig drauf bin normalerweise. Oder eigentlich immer. Ach, scheiße. Aber ich mache halt Videos, wenn es. Ich auch die Zeit ist nicht immer, wenn ich abends nach Hause komme, dann setze ich mich ins Heimkino, gucke einen Film oder zocke ein bisschen. Da habe ich eigentlich keine Lust, jetzt noch groß hier das Equipment auszupacken. Dann die Schneiderei. Je nach, ich kenne ja Leute, Florian zum Beispiel, die Fan. Der sitzt an einem Video, was, ich sag mal, 6-7 Minuten dauert. Da sitzt er mal eben die ganze Nacht dran. 3-4 Stunden, 5 Stunden und länger. Was ich Wahnsinn finde. Zumal er macht das viel auch mit dem iPhone schneiden und so. Irgendwo bewundere ich solche Leute, die wirklich stundenlang oder auch an einer Szene mit 3 Sekunden da eine halbe Stunde sitzen. Finde ich klasse. Richtig klasse, muss ich echt sagen. Könnte ich nicht. Erstmal habe ich die Kenntnisse nicht. Ich weiß ja, dass ich eher so quick and dirty schneide. Auch das jetzt wird wahrscheinlich One-Taker. Natürlich einfach. Auch die Musikuntermalung und hier mit den Beats richtig so die Szenen wechseln und Color Correction und so. Finde ich klasse, die es können, die es machen. Mein Respekt, aber wie gesagt, jeder macht es, wie er möchte. Schönen Gruß an Mirko Drescher. Du bist ja auch eher der Verfechter der einfachen Sachen. Finde ich einfach persönlich auch besser, weil, weiß nicht, stundenlang jetzt sich damit auseinanderzusetzen, die Nächte um die Ohren zu schlagen, geht natürlich als Schüler auch etwas leichter, muss man sagen. Erstmal, wir sind oft Ferien, dann ist man meistens schon nachmittags zu Hause oder mittags, hat Freistunden etc. pp. Hat man wenig Verpflichtung, wo zu Hause, muss nicht einkaufen, muss nicht sauber machen und so weiter. Da geht das doch noch einfacher. Wenn man eine eigene Wohnung hat, wenn man eine Arbeit hat, alles selber machen muss, dann ist man in der Regel nicht mehr so bereit, sich selbst da stundenlang hinzusetzen. Jo, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für die Abonnenten. Meine Stimme wird eh schon schlecht jetzt. Die Uhr ist jetzt kurz nach 10, jetzt gehe ich nochmal in die Wanne. Lehne mich ins Bett, gucke vielleicht noch Breaking Bad eine Folge. Die schaue ich jetzt zum zweiten Mal schon. Die Serie. Und ja, macht's gut. Morgen kommt noch das Video vom Montag on mit den 3 YouTube-Freaks, mit meinen Kumpels. Ja, das war's denn erstmal. Macht's gut und eine gute Nacht.